Das heutige Horoskop, Krebs, 8. Dezember 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Seit heute ist am Himmel ein sanfter Schauer stärker geworden. Der majestätische Neptun, der sich seit vielen Jahren in Ihrem Solarhaus dreht, ist erwacht und kehrt zur direkten Bewegung zurück. Er wird dies noch einige Zeit lang tun. Während dieser Zeit haben Sie sich möglicherweise von der Vorstellung verzaubert, dass Ihr Partner einen anderen Hintergrund, einen anderen Lebensstil oder eine andere religiöse Erziehung hat als Sie. Der andere hat Sie verwirrt und dazu inspiriert, mit Ihrem Herzen zu beobachten und zu verstehen. Während einige der Erlebnisse nur ein Vorwand dessen sein könnten, was Sie zu sehen hofften, könnten einige der Verbindungen hier Seelenverträge gewesen sein, um Ihnen mehr über die Menschen und die Welt zu zeigen. Wohin willst du gehen? Der rückläufige Neptun im Sternbild Fische hat möglicherweise Ihre berufliche Laufbahn in den letzten Monaten verdeutlicht. Möglicherweise haben Sie sich aufgrund dieser Rückentwicklung besser gefühlt, wenn es darum geht, zu reisen, umzuziehen, neue Erfahrungen auszuprobieren oder Bildungschancen wahrzunehmen. Möglicherweise müssen Sie jedoch die Hoffnung und den Glauben an Ihre berufliche Laufbahn aufrechterhalten, sobald Neptun heute im Sternbild Fische steht. Der direkte Neptun könnte Ihre sorgfältigen Pläne und Ihren Glauben durchkreuzen. Seien Sie also vorsichtig mit dieser verschwommenen Energie, wenn Sie auf dem richtigen Weg bleiben wollen. Du kannst es schaffen! Bis der Mond nächste Woche zu seinem letzten Besuch in Ihrem Finanzsektor für das Jahr zurückkehrt, bleibt der Fokus auf der Einkommensseite des Finanzzauns, auch wenn der Mond Ihren Einkommenssektor vor 3 Tagen verlassen hat. Nächste Woche bleibt genügend Zeit, sich um Geldangelegenheiten zu kümmern, während das Gespür dafür, wo das Geld ist, jetzt nützlich sein kann, da das Tempo an der Jobfront weiter zunimmt. Es tritt ein wunderbarer planetarischer Aspekt auf, der Ihnen helfen wird, herauszufinden, wie das nächste Jahr wirklich verlaufen soll. Wenn Sie Ihre Gesundheitsroutine verbessern müssen, nutzen Sie diesen Transit als Wendepunkt. Schauen Sie sich Ihre Gesundheitspraktiken genau an, geben Sie sich nicht damit zufrieden, nur die Lautstärke zu erhöhen. Verstehen Sie, warum Sie das tun, was Sie tun und was Sie vielleicht anders machen sollten. Durch Verständnis verbessern wir unser Ziel. Sie können davon ausgehen, dass sich heute ein Teil Ihrer Aufmerksamkeit auf Ihre Familie oder Ereignisse im Zuhause richtet. Es fördert die Verbindung zu diesem besonderen Ort und den Menschen dort und hilft Ihnen, nach mehr Harmonie und Einheit zu streben. Wenn Sie sich in letzter Zeit unverbunden gefühlt haben, nutzen Sie heute die Gelegenheit, Distanzen zu überbrücken. Erwägen Sie, die Zeit entspannter zu Hause zu verbringen, unabhängig davon, ob es ein Arbeitstag ist oder nicht. Qualität, nicht Quantität. Dass Venus Ihren ersten ganzen Tag in einem lustigen, verspielten, romantischen und kreativ aufgeladenen Teil Ihres Horoskops verbringt, während Saturn in einem abenteuerlichen Teil freundlich ist, schafft eine Partnerschaft, mit der selbst die Arbeitswoche kaum mithalten kann. Wenn Mars an der Jobfront für Aufsehen sorgt, sagt das schon etwas, aber es kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem der berufliche Druck nachlässt und es Ihnen an der Jobfront leichter fällt, Prioritäten zu setzen. Vor allem, wenn es darum geht, was dringend ist und was nicht. Da beide Seiten des Lebens stärker werden, ist die richtige Work-Life-Balance wichtiger denn je. Zur gleichen Zeit, in der Venus, der Planet der Liebe, ihren ersten ganzen Tag in ihrem romantischen Sektor verbringt, macht der Mond seinen letzten Besuch in diesem Jahr in ihrem Kommunikationssektor und den ersten, seit Merkur, der Planet der Kommunikation, in ihre Beziehung zurückgekehrt ist, Sektor. Da die Kommunikations-, Liebes- und Beziehungsgötter alle zur Hand sind, ist dies ein Tag, an dem man jedem Einzelnen Priorität einräumen muss. Täglicher Planetenüberblick. Heute endet Neptuns rückläufige Reise, die am 30. Juni im Zeichen Fische begann. Wenn Neptun direkt wird, lüftet sich ein Schleier und schenkt uns Klarheit und Vertrauen in unsere intuitiven Einsichten. Es ist eine günstige Zeit, sich große Ziele vorzustellen und die aus vergangenen Erfahrungen gewonnene Weisheit zu nutzen, um dauerhafte Realitäten zu manifestieren. Vertrauen Sie auf Ihre göttliche Intuition, lassen Sie sich von Ihrem Herzen bei der Verwirklichung Ihrer Ambitionen leiten. Nutzen Sie den Moment, um mutige Unternehmungen zu wagen, aber konzentrieren Sie sich stets auf das übergeordnete Ziel. Ihr sicheres Auftreten fördert harmonische Beziehungen, glättet alle anhaltenden Unstimmigkeiten mit Ihren Lieben und hinterlässt bei Ihnen das Gefühl, etwas erreicht zu haben.
Die proaktiven Maßnahmen, die Sie jetzt ergreifen, dienen als Schutz vor möglichen Unstimmigkeiten und sorgen für eine positive Entwicklung. Obwohl die Bereitschaft vorhanden ist, mehr Zeit und Ressourcen zu investieren, sollten Sie Vorsicht walten lassen, um unnötige Ausgaben zu vermeiden. Bewerten Sie die Langlebigkeit Ihrer Akquisitionen und bewahren Sie finanzielle Wachsamkeit. Indem Sie Ihre Ausgaben sorgfältig im Auge behalten und sicherstellen, dass Ihre Dokumentation in Ordnung ist, schützen Sie sich vor möglichen Fallstricken. Nutzen Sie bei der Bewältigung beruflicher und persönlicher Herausforderungen Ihr Potenzial. Verteidigen Sie Ihre Perspektiven im persönlichen Bereich und bleiben Sie Ihren Zielen treu, auch wenn Entscheidungen schwierig werden. Bewältigen Sie körperliche Herausforderungen mit ausreichend Ruhe und erkennen Sie, dass das Leben kein unerbittlicher Wettbewerb ist, sondern eine Reise, auf der es auf Balance ankommt. Seien Sie trotz verlockender Möglichkeiten für gewinnbringende Investitionen vorsichtig und warten Sie ab. Möglicherweise lauern fehlende vollständige Informationen, versteckte Fallstricke oder unvorhergesehene Komplikationen. Üben Sie sich gerade bei Finanztransaktionen in Geduld, denn Besonnenheit ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg. Himmel für heute. Im aktuellen astrologischen Klima, in dem sich die Aktivitäten auf dem Planeten vorwiegend auf Finanzmanagement und strategischen Umgang mit Geld konzentrieren, rückt die heutige Ankunft des Mondes in Ihrem Arbeitsbereich die Einkommensdimension Ihrer Finanzlandschaft in den Mittelpunkt. Dieser kosmische Übergang folgt auf den kürzlichen Abschied von Venus aus Ihrem Arbeitsbereich und bietet die Gelegenheit, offene Fragen zu klären und die Auswirkungen Ihres Einflusses abzuschätzen. Gehen Sie diesen Moment mit einer positiven Einstellung an und genießen Sie die Harmonie, die Sie mit Kollegen und Angehörigen teilen. Drücken Sie Ihre Dankbarkeit für die Freundlichkeit aus, die Ihnen entgegengebracht wird, indem Sie den guten Willen in Ihren Interaktionen erwidern. Die monatlich stattfindende harmonische Ausrichtung des Mondes auf Pluto in Ihrem Finanzsektor stärkt Ihr finanzielles Selbstvertrauen und weckt fantasievolle Möglichkeiten. Bemerkenswert ist, dass mit Merkur in Ihrem Finanzsektor Plutos Fokus auf das große Ganze durch einen Fokus auf die feineren Details ergänzt wird, was Ihren finanziellen Scharfsinn verbessert. Ihr emotionaler Zustand ist fein abgestimmt und spiegelt einen ruhigen und entspannten Geist wider. Es gibt viele konstruktive Beziehungen und Ihre gesellige Art ermöglicht es Ihnen, mühelos mit anderen in Kontakt zu treten. Achten Sie auf Ihr körperliches Wohlbefinden, denn Vernachlässigung in diesem Bereich kann negative Auswirkungen haben. Finanzielle Angelegenheiten liegen heute in Ihrer Hand und es empfiehlt sich, verschiedene Anlagemöglichkeiten auszuloten. Eine gut durchdachte Idee kann den Weg für eine erfolgreiche Zukunft ebnen, also nutzen Sie die Gelegenheit. Sie verfügen über ein ausgeprägtes Urteilsvermögen und können zwischen lukrativen und ungünstigeren Angeboten unterscheiden. Handeln Sie umgehend, um günstige Gelegenheiten zu nutzen, bevor sie Ihnen entgehen. Der Alltag zeichnet sich durch seine Reize aus und positive Interaktionen bereichern Ihr soziales Umfeld. Nutzen Sie diese positive Energie, um sich von unnötigem Stress zu befreien und den Weg für ein ruhigeres Leben zu ebnen. Zwei Tage, nachdem Venus in Ihren Karrierebereich eingetreten ist und in Ihrem Einkommensbereich einen freundlichen Aspekt zu Saturn gebildet hat, beseitigt Neptuns direkte Wendung heute die Bremsen für das Einkommenspotenzial. Dieses grüne Licht passt perfekt zur Rückkehr von Venus und lenkt die letzten Wochen des Berufsjahres in Richtung lukrativer Aussichten. Ergreifen Sie die sich bietenden Möglichkeiten mit Begeisterung und Zuversicht.